Empörende Szenen in Ankara. Ein russischer Gesandter reißt einem ukrainischen Abgeordneten die Ukraine-Flagge aus der Hand, läuft mit ihr davon. Der Ukrainer verliert die Fassung, schlägt mehrmals nach dem Russen, bis er seine Flagge zurückerobert. Umstehende schreiten ein und schlichten. Passiert ist das Ganze auf der Schwarzmeer-Wirtschaftskonferenz, am Rande des Treffens, bei dem es unter anderem um Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarzmeer geht, kam es schon vorher zu Spannungen zwischen russischen und ukrainischen Abgeordneten. Der Flaggendiebstahl des Russen ist jetzt eine weitere Stufe der Provokation. Der Ukrainer Oleksandr Marikowski teilt das Video später auf Facebook mit den Worten: Pfoten von unserer Flagge, Pfoten von der Ukraine.